Hallo, herzlich willkommen zum Bio-Talk, unserem dritten in dieser Reihe heute. Ich darf Sie begrüßen dazu, dass wir heute das Einmaleins der Bio-Speiseplanung besprechen. Also Tipps und Tricks, um möglichst Bio gelingen zu lassen. Dafür braucht es nämlich ein bisschen Planungsgeschick. Dafür an meiner Seite habe ich mit den Bernd Leibenaert. Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Hallo Anne, schön, dich hier zu Bernd, sehen. ja, ich glaube, ein Teil der Zuschauer mag dich vielleicht kennen, weil du im nördlichen Bereich unterwegs bist, aber ein ganzer Teil wird dich vielleicht auch nicht kennen. Deswegen würde ich bitten, dass du dich mal eben vorstellst. Ja, ich bin Bernd Leibenaert, ich bin in Bremen, in der Niederlassung Transgourmet Bremen, verantwortlich für die Sparte Gemeinschaftsverpflegung. Das mache ich seit 10 Jahren und wir sind hier recht aktiv im Thema nachhaltige Sortimente, nachhaltige Politik rund um uns herum. Und insofern begleitet mich das Thema Bio-Nachhaltigkeit schon die ganze Zeit bei Transgourmet und bin da einigermaßen drin. Danke. Mein Name ist Anni Pauls. Ich bin Projektmanagerin bei der Abteilung Beratung und Konzept der Transgourmet für den Bereich Nachhaltigkeit und insbesondere auch das Thema Bio zuständig. Wenn Sie also im Anschluss Fragen zu dem Thema Bio haben in jeglicher Hinsicht, dann wenden Sie sich gerne an mich. Entweder direkt über Ihren Kollegen Fachberater, der gerne für Sie den Kontakt herstellt, oder Sie schreiben mich direkt an und holen sich die Kontaktdaten entsprechend. Hier soll es heute um, wie gesagt, das Einmaleins der Biospeiseplanung gehen. Und Bernd, du hast es eben schon mal angeleitet bzw. anklingen lassen. Das Thema begleitet dich auch schon eine ganze Weile. Vielleicht fangen wir mal, bevor wir uns so den Tipps, den Empfehlungen widmen, damit an, dass wir schauen, wie sieht es denn aktuell so in der Branche aus? Was ist deine Wahrnehmung in der GV, insbesondere in Richtung Bio? Es gibt so zwei Strömungen. Das eine sind die Kunden, die von sich heraus das schon immer irgendwo nach vorne bringen, aus unterschiedlichen Antrieben, dass sie was Gutes für ihre Gäste, für sich haben wollen, weil es ihre Privatüberzeugung ist, die sie ins Geschäft tragen. Das ist das eine, das ist der weitaus kleinere Teil. Und dann gibt es den großen Anteil an Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen müssen, weil die Politik auch Vorgaben macht. Und alle Caterer, die im Bereich Schulverpflegung, Kita-Versorgung tätig sind, haben irgendwo da Berührungen. In manchen Landkreisen mehr, in anderen weniger, aber es kommt überall, es kommt mit hohem Tempo und insofern ist die Nachfrage kundenseitig deutlich gewachsen im Laufe der Jahre und insbesondere die Anforderungen nach verlässlichen Sortimenten, die sicher sind, die verfügbar sind. Und da ist in den letzten Jahren doch ein erhebliches Wachstum entstanden, ja. Du merkst es also aus deiner vertrieblichen Warte sozusagen, was sich da tut. Nun kommst du natürlich aber auch als Bremer Lokalmatador sozusagen aus einer Biostadt, die wir in der ganzen Bundesrepublik finden, aber insbesondere Bremen eben auch. Vielleicht kannst du mir und den Zuschauern erklären, was wir in der GV merken, wenn wir uns in einer Biostadt bewegen. Die Kommune oder Stadt und Land haben ja Aufträge zu erfüllen, wie wir die Klimaziele erreichen. Und ein Teil, ein Element davon ist halt, dass man über die Verwaltung Verträge mit Caterern so gestaltet, dass sie höhere Anteile an Bio, Produkten auf den Teller bringen müssen. Das ist in Quoten geregelt. Seit 2018 ist das kontinuierlich gesteigert worden. Mit der Endstufe, dass in Schulen und Kitas, die direkt dem Land Bremen unterstellt sind, 100% Bio bis Ende nächsten Jahres zu leisten sind. Das ist ein langer Weg gewesen, aber man ist gut auf dem Weg und hat schon hohe Anteile erreicht. Und natürlich sind alle freien Caterer, die irgendwo in dieses Umfeld mit hineinliefern, auch alle gefordert und ja, kriegen so nach und nach auch damit zu tun. Das heißt, alle sind irgendwie auf dem Weg, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich die Richtung ist für alle klar. Sie müssen sich, wenn sie mit der öffentlichen Hand Geschäfte machen, immer mehr damit beschäftigen. Vielleicht fühlen sich die ein oder anderen Zuschauer, Zuschauerinnen an der Stelle schon angesprochen, weil sie eben in diese Situation versetzt worden sind oder sich versetzen, eine Bio-Quote zu erfüllen. An der Stelle sind sie gerne aufgerufen, den Chat zu nutzen, um uns Fragen zu stellen, vielleicht auch zu berichten, in die Diskussion zu gehen. Wir haben eine Stimme aus dem Off, die Nina Esser, die an der Stelle einen Blick auf den Chat wirft und die würde ich auch gerne mal eben ansprechen. Nina, gibt es tatsächlich vielleicht schon jemanden, der den Chat an der Stelle für Fragen oder Anmerkungen genutzt hat?
Es gibt bis jetzt noch keine Fragen. Es gab jetzt nur die Bitte, Bernd, dass du ein bisschen näher ans Mikro rutschst, beziehungsweise ein bisschen lauter sprichst. Du bist etwas leise zu hören wohl. Vielen Dank für den Hinweis. Okay, dann machen wir weiter. Also seien Sie gerne aufgerufen, Fragen und Anmerkungen in den Chat zu schreiben, mitzudiskutieren und sich auszutauschen, damit wir die Themen auch mit aufnehmen können. Es braucht ein bisschen Planungsgeschick, habe ich eben am Anfang schon erwähnt, damit Bio möglichst gelingt. Damit ist es nicht einzig und allein getan, aber wir wollen diese Gelegenheit nutzen, der Bernd und ich, um ihm so ein paar Kniffe mit an die Hand zu geben. Wir sind für den einen oder anderen, der sich schon mit der Bio-Thematik auseinandergesetzt hat, sicher kein neues Gebiet. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich alle abholen und sie auch in den Austausch bringen über den Chat, um da Erfahrungen zu teilen. Und darauf gehen wir jetzt mal ein, Bernd. Unsere erste Empfehlung, unser erster Ratschlag an der Stelle ist, der Fokus Veggie und den Fleischanteil zu reduzieren. Du hast ja auch immer wieder den Blick in die Gemeinschaftsverpflegung, bist mit deinen Kunden in Kontakt. Wie nimmst du das wahr, so die Veggie-Kompetenz und auch das als Methode, den Wareneinsatz zu beeinflussen? Ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Stellschraube, für die wir auch einiges tun. Die Industrie lässt sich eine Menge einfallen, diesen Anteil zu erhöhen, aber auch unser Seminarwesen, unsere Außendienstkollegen haben eine Menge Informationen für die Kunden, wie das gelingen kann. Im Detail ist es sehr, sehr vielfältig. Viele Möglichkeiten, je nach Zielgruppe, ob man Schule, Kita versorgt oder ein Betriebsrestaurant, Stahlwerk hat. Ich glaube, da kann man sich vorstellen, dass die Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Ein einfacher Hinweis, den ich aus der Kundschaft kenne, ist mal das Vegetarische nicht zwingend als vegetarisch auszuweisen, wenn man kritische Gäste hat, die meinen, das könne ja nicht sein. Das fällt bei der Vielfalt von Mittelmeerrezepturen, die wir mittlerweile so kennen, auch gar nicht so schwer. Oder mal die Menülinie anzupassen, dann ist es nicht die vegetarische Linie, dann ist es Menü 2. Oder die Salatbar mal woanders hinzustellen, nicht vorne dran oder nicht hinten dran, sondern vorne dran an die Buffetversorgung. Also da gibt es unterschiedlichste Ansätze, die man individuell mal betrachten sollte. Aber ja, Sättigungsbeilagen, Produkte, die regional und saisonal zu produzieren sind, in den Fokus zu rücken, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Bedingt aber ja auch, dass man Personal hat, was weiß, was wann Saison hat oder zumindest wo man schauen kann. Und das ist ja alles ein bisschen aus dem Blick gelaufen, weil wir ja mittlerweile alles das ganze Jahr über erhalten können. Und da bedeutet es auch, man muss Mitarbeiter qualifizieren, weiterbilden und sicherlich dafür sorgen, dass wir den vegetarischen Anteil ein bisschen sexy hinbekommen, dass er interessant ist. Da machen wir direkt eine Klammer auf, die versetze ich jetzt aber ein bisschen nach hinten. Das ist so das Thema, ist Bio eine Frage des bestimmten Convenience-Einsatzes? Das klären wir vielleicht an der Stelle später nochmal. Aber grundsätzlich kann man eben sagen, wo quasi mehr Pflanze und weniger Fleisch auf den Teller kommt, haben wir insbesondere in Bereichen bei knappen Budgets Spielräume geschaffen, um Einsatz für Bioprodukte möglich zu machen. Weniger Fleisch zahlt sich aus, weil Fleisch eben in der Regel der kostspielige Posten ist, ne? Ja. Es ist ganz häufig, das ist so meine Wahrnehmung wert, vielleicht kannst du da, weil du da ja in verschiedenen Kreisen auch unterwegs bist, auch nochmal ergänzen. Es ist nicht immer nur die Bio-Seite, wenn wir von der Empfehlung Veggie- und Fleischanteil reduzieren sprechen, also die Bio-Komponente als solches mit ihrer Klimawertigkeit und dem Mehrwert für die Umwelt, sondern es ist eben das Klima grundsätzlich, wenn wir von vegetarisch-vegan sprechen. Also Bio mal komplett ausgegrenzt, ist das ein Punkt, der sehr wahnsinnig wichtiges Vehikel, ein Hebel ist, um quasi, ich nenne es mal, klimafreundlich zu kochen, den Fleischanteil zu reduzieren. Und ein weiterer Pluspunkt, den ich an der Stelle da auch bemerken möchte, ist, wer sich schon mal mit dem Thema Planetary Health Diet auseinandergesetzt hat, die betriebswirtschaftliche und die ernährungswissenschaftlichen Ziele gehen da einher. Ich nenne den hohen Fleischkonsum pro Kopf, den es gilt zu reduzieren. Also wenn wir Bio einsetzen und uns der Maßnahme bedienen, vegetarisch zu kochen, den Fleischanteil zu reduzieren, schlagen wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ja. Die nächste Empfehlung, Bernd, du hast es eben schon mal gesagt, ist so das Thema Mitarbeiterweiterbildung. Das greife ich jetzt mal spontan auf. Wie schätzt du das ein?
so im aktuellen Bereich und Bio auch? Also oft erlebe ich in unserer Kundschaft, dass Mitarbeiter nicht alle gänzlich überzeugt sind und gerne ihren Strebel so machen, wie sie ihn gewohnt sind. Das ist, glaube ich, sehr menschlich und auch nicht unbedingt zu kritisieren. Aber wir müssen halt ein Umdenken in den Köpfen erzeugen bei den Kunden, bei den Gästen unserer Kunden natürlich ebenso. Und das ist eben eine Sache, die braucht recht lange. Die geht nicht von heute auf morgen. Da muss man schauen, dass man sie alle mitnimmt. Und das ist ein langer Weg. Wenn ich jetzt an unser Bundesland Bremen denke, mit den Vorgaben, die ja nun relativ strikt von oben kamen, das hat viele Jahre gedauert und da sind immer noch nicht alle dabei. Das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, nur die Order auszugeben, ist nur ein Teil davon. Also man muss schauen, dass die Leute auch überzeugt sind, dass sie es gerne und freiwillig machen, dass sie den Sinn verstehen und bestenfalls auch den Nutzen für sich, die Gesellschaft, für das Unternehmen, dass da Win-Win-Win entsteht. Und ich glaube, dann kann sich kaum noch einer verschließen und macht bereitwillig mit, weil die oft zitierten Zahlen, wie viele Menschen im Einzelhandel Bio kaufen und in der Betriebsrestauration dieses Angebot halt nicht bekommen. Das ist eine riesen Diskrepanz. Und da, wenn man das schließen will, dann müssen wir eben auch die Mittelsleute, die in der Küche stehen, das Personal an der Ausgabe, alle ein Stück weit mitnehmen. Und das ist natürlich in Schule und Kita, wenn mit jungen Menschen gearbeitet wird, nochmal was ganz anderes als im Betriebsrestaurant oder in der Altenpflege. Und vielfältige Ansätze und Ideen, wie man das stimulieren kann. Denken wir nur an unsere Großeltern, was die früher gemacht haben mit regional und saisonal. Das wird heute gehypt und wird in teuren Kursen versucht, Leuten beizubringen. Das ist das, was unsere Großeltern immer getan haben. Und Bio ist das, was sie ohnehin seinerzeit gemacht haben. Und insofern nur ohne Siegel halt. Insofern das Rückbesinnen auf gewisse traditionelle Werte, das ist, glaube ich, etwas, was uns hilft und wo wir so ein Stück weit auch einen Kompass haben, wo wir hin müssen, damit es gelingen kann. Also darauf wollte ich im Endeffekt auch hinaus. Es ist die Tischgastkommunikation in Zusammenhang auch mit der Personalschulung. Ne? Also es ist keine gute Idee, da waren wir uns im Vornherein einig und das zeigen auch entsprechende Pilotprojekte, 1:1 einfach ein Produkt in Bio auszutauschen, ohne in die Tischgastkommunikation zu gehen, ohne dem Tischgast zu erklären, wieso ein Produkt jetzt einen Mehrwert hat und entsprechend auch mehr kostet. Das ist schon wichtig, die Angaben des Biolieferanten, Hintergründe zum Biolandbau auf Social Media zu bespielen, um die Tischgäste zu informieren. Du hast, denke ich, ein Stück weit auch eine Erfahrung aus unserer bisherigen Eigenmarke Transgourmet Natura, wo wir eine etwas andere Ausrichtung haben, aber die Prämisse bleibt eigentlich dieselbige, eben in die Kommunikation zu gehen. Sind die Erfahrungswerte da auch so, wie ich sie jetzt gerade mutmaße? Dass man eben in die Kommunikation mit dem Tischgast geht und eben sehr wohl eine Geschichte erzählt, weil Essen nicht zu guter Letzt etwas sehr, sehr Emotionales ist. Definitiv. Also nun ist die Marke Transgourmet Natura ja erst wenige Wochen im Markt. Insofern haben wir da noch nicht so viele Live-Rückmeldungen wie vielleicht zu anderen Sortimenten. Wir sind ja mit Nachhaltigkeitssortimenten schon lange unterwegs. Transgourmet-Ursprung werden die meisten unserer Kunden sicherlich als Sortiment kennen. Authentische Erzeugerstories mit Nachhaltigkeitskomponente, wo wir dieses Thema schon lange bespielen und da auch Vehikel an die Hand geben, die Geschichten, die man gut erzählen kann, Richtung Tischgast. Das ist sicherlich das eine. Und jetzt haben wir aber eine verlässliche Bio-Komponente für die Profiküche, da wo wirklich nachhaltig die Sortimente verlangt werden, weil man die Anforderungen hat, egal aus welchem Grund, weil es der Wille ist, weil es der Markt ist, oder weil es die Politik vorschreibt, dass wir verlässlich, günstig und auch konsequent lieferfähig sind. Das ist ja auch noch ein Punkt, der für viele immer so ein Hemmnis war. Es ist kompliziert. Ich muss mich mit Fachspezialisten auseinandersetzen und oh Gott, zertifiziert müsste ich vielleicht noch sein. Und ich lasse da lieber die Finger davon. Konventionelle Schweine sind halt immer da und die kosten ja nicht viel. So, das waren ja immer so alltägliche Informationen oder Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Und da wollen wir natürlich mit Transgourmet Natura einen großen Schritt in die grüne Zukunft machen, dass wir unsere Kunden mitnehmen können auf einen grüneren Weg, der leicht ist, der nicht schwerfällt, der unkompliziert ist und der verlässlich auch kalkulierbar ist.
Ja, richtig. Das wollen wir mit Transgourmet Natura machen. Dazu sagen wir nachhinein noch mal etwas, dass wir so ein bisschen auf das Thema Transgourmet Natura Sortiment eingehen. Lass uns mal bei dem Stichwort Vehikel bleiben, was du gerade genannt hast, und noch mal auf unsere Empfehlung zurückkommen. Bevor ich das aber tue, kurze Info an die Nina. Gab es da bisher Fragen im Chat oder Anmerkungen? Es gab jetzt gerade die Frage, ob Transgourmet-Ursprung gleich Bio bedeutet, also und damit zertifizierungspflichtig. Ah, da müssen wir zwei Stiefel voneinander trennen sozusagen. Also das kann durchaus sein, dass ein Ursprungsprodukt ein Bioprodukt ist. Grundsätzlich sind das aber zwei ganz unterschiedliche Sparten, die auch eine andere Ausrichtung haben. Wir haben mit dem Transgourmet Natura Sortiment das Ziel, den grundsätzlichen Bedarf von Bio-Lebensmitteln für die Gemeinschaftsverpflegung biologisch, biosicher und auch bioverfügbar, das ist das, was Bernd eben angesprochen hat, auf die Beine zu stellen und flächendeckend den GV-Markt damit zu versorgen. Und da erzählt Ursprung ein Stück weit auch nochmal eine andere Geschichte. Bernd, vielleicht hast du auch nochmal eine Ergänzung. Ja, Ursprung bedient das Thema Regionalität, authentische Erzeuger-Stories, Geschichten, die damit verbunden werden können, Regionalität, Personen, Handwerkskunst, die wir dahinter haben. Also wirklich das Storytelling Richtung Gast ist da ganz stark gefragt. Auch die Nachhaltigkeitskomponente ist ja ein mehrstufiges Zertifizierungssystem. Also da kann auch ein Demeter-Betrieb uns Ursprungware liefern. Aber das ist nicht zwingend. Da ist eine Nachhaltigkeitsstory, die man auch übrigens detailliert auf unserer entsprechenden Homepage nachlesen kann, wie das aufgebaut ist. Transgourmet Natura zahlt wirklich darauf ein, dass wir verlässlich und konsequent die Sortimente liefern wollen, wo die Nachfrage ist, nach zertifizierten Bio, bezahlbar und verlässlich. Ich würde gerne an der Stelle auch nochmal darauf eingehen. Ich habe eben gesagt, das sind zwei verschiedene, zwar Pushen, ich habe aber nur einen genannt. Der andere ist, auf die zielte die Frage ja auch so ein bisschen ab, das Thema Zertifizierung, Fragezeichen, ja oder nein. Grundsätzlich lässt sich da die Faustregel halten. Wenn man Bio auslobt, in jeglicher Art und Weise, auf dem Speiseplan, in Social Media etc. pp., löst das eine Zertifizierungspflicht aus. Wenn man Ursprung einsetzt, dann hängt es ja nicht immer zwangsläufig damit zusammen, dass man ein Bioprodukt einsetzt, auch wenn es die Standards und die Qualität eines Bioproduktes erfüllt und vielleicht auch als Rohware zertifiziert ist, die ich einsetze. Das heißt, ich kann die bedenkenlos einsetzen, auch als Ursprung natürlich deklarieren. Sofern ich aber weiß, dass diese Rohware ein Bioprodukt ist und ich dann im zweiten Artenschritt auch die Auslobung auf meinem Speiseplan umsetze, dann rutsche ich in den Bereich einer EG-Öko-Verordnung und bin zertifizierungspflichtig. Vielleicht, Nina, kannst du im Nachhinein nochmal schauen, ob das die Frage beantwortet hat, was das Thema Zertifizierung anbelangt. Ich glaube, das war genau die Antwort, die hier gesucht wurde. Ansonsten nochmal reinschreiben, genau. Aber es gab jetzt auch bis jetzt keine weiteren Fragen. Alles klar. Gut, Bernd, dann lass uns doch nochmal auf das Thema Einstiegsdroge Bio sozusagen eingehen. Das sage ich immer so, weil ich häufig eben die Frage gestellt bekomme, womit starte ich denn am besten? Auch im Hinblick auf die Kontrolle und die Kosten. Da muss man ganz klar natürlich unterscheiden zwischen einem, sagen wir mal, Biomüsser und ein Biowoller, in dem Atemzug, als dass wir, so wie Bernd, du das schon erwähnt hast, durchaus auch Einrichtungen haben, die öffentlicherseits durch eine Biostadt eine Bioquote formuliert bekommen, die es umzusetzen geht, oder eben in Ausschreibungen oder der Kundschaft eine bestimmte Bioquote gefordert wird. Und danach muss man sich ja grundsätzlich einmal richten. Also bin ich jemand, der eine Bioquote erfüllen muss, danach richtet sich irgendwie mein Einstieg, oder bin ich jemand, der aus ganz eigenen Stücken Bio einsetzen will und viel mehr Gestaltungsmöglichkeit in dem Anteil hat sozusagen. Aber grundsätzlich, Bernd, ist unsere Empfehlung, einzelne Komponenten, Zutaten auszutauschen und kleine Schritte zu gehen, ne? Also das wäre definitiv meine erste Empfehlung, erstmal anzufangen und zu sondieren, was ist überhaupt da, was ist verfügbar. Das ist halt glücklicherweise jetzt zunehmend mehr und zunehmend breiteres Sortiment.
Aber wenn man Hülsenfrüchte, wenn man das Thema Kartoffeln und Pasta, da ist eine tolle Verfügbarkeit auch jetzt schon da. Es gibt viele, viele andere Sortimente und man bekommt natürlich auch Anteile auf den Teller, die relativ groß sind, wenn man die Sättigungsbeilagen wählt. Die Preisabstände sind nicht so groß wie zu den konventionellen Artikeln. Wichtig ist für mich aber vorausgehend, dass man auch weiß, wovon man spricht, wenn man von diesem Preisabstand spricht. Sprich, man hat eine Rezeptur, die man vielleicht auch mal wieder dann und wann in Frage stellen muss. Ist sie noch richtig? Ist sie noch zeitgemäß mit den Anteilen? Denn wenn eine Komponente nur einen Anteil auf dem Teller macht und der Preisunterschied ist X, was macht das dann auf dem Teller aus? Und da stelle ich fest, im Alltag, es wird sehr schnell von teuer, geht nicht, kann ich nicht umsetzen, gesprochen, ohne genau zu wissen, reden wir jetzt von 10 Cent auf dem Teller oder 20 Cent auf dem Teller? Was sind die tatsächlichen Mehrkosten? Und das ist eine Vorbereitung, die würde ich jedem dringlich ans Herz legen, dass er da oder sie da etwas mehr Klarheit für sich hat und dann schauen, wo sind die Sortimente, die gut verfügbar sind. Wie gesagt, das sind Einstiegsprodukte, oft Kartoffeln, Nudeln, Hülsenfrüchte, aber mittlerweile auch vieles, vieles mehr. Das Frühstücksangebot, die Cerealien, die Nüsse, die Hülsenfrüchte habe ich schon erwähnt. Also da ist sehr, sehr viel, Marmeladen, Konfitüren, solche Sachen. Also da muss man schauen, wie passt das auch zu meinem bisherigen Sortiment? Wo habe ich da die? Oder kann ich vielleicht auch neue Rezepturen forcieren, die mit dem, was ich verfügbar habe, gut korrespondieren? Das frische Obst und Gemüse, wenn man saisonal kauft, schlägt mitunter auch das saisonale Biogemüse, das konventionelle, wenn es denn in der richtigen Jahreszeit bezogen wird. Also da einen Blick zu haben und langfristiger zu planen, ist sicherlich eine Empfehlung. Und das bedarf, da kommen wir wieder an den Punkt von vorhin, dass man sich schon ein Stück weit damit beschäftigt und nicht nur einfach denkt, ich tausche jetzt eins zu eins aus. Mhm. Ja. Das wird Kostenneutralität nicht ansatzweise funktionieren. Dann wird es definitiv teurer. Und an der Stelle eben auch die Empfehlung, mit höher werdendem Bioanteil mehr über Prozesse nachzudenken und Food Waste und wie produziere ich und was mit den Rezepturen dahinter, als dass man ausschließlich über die Preise für die Einzelprodukte spricht. Weil mit höher werdendem Anteil ist da richtig Musik drin. Und das ist eine Empfehlung, die ich jedem geben kann. Da können wir auch gut unterstützen. Da haben wir viele Benchmarks und können da Unterstützungsleistung geben. Also ich denke, es kann für jeden gelingen, aber kleine Schritte machen und nicht zu viel auf einmal wollen, weil dann verliert man manches Mal die Kollegen auf dem Weg. Und man sollte auch nicht den Anspruch haben, alles auf links zu ziehen. Das ist ein langer Weg. Herr Nitschke, Marius, dein Mikro ist, glaube ich, an. Wir hören gerade einen Ton aus dem... Ja, danke. Also ich fasse nochmal zusammen, Bernd, weil da waren jetzt so kleine verschachtelte Tipps schon auch drin. Den einen haben wir schon genannt. Also wenn wir in den Einstieg von Bio gehen, einzelne Komponenten oder Zutaten auszutauschen, in der Stelle aus diesem Grund, einfach um behutsam kleine Schritte zu gehen und sich nicht zu überwerfen und festzustellen, das Konzept geht nicht. Alle verlieren den Mut. Weil ja auch das Team mitnehmen insbesondere sehr, sehr wichtig ist. Also lieber kleine Schritte zu gehen und sich dann den Quoten vielleicht zu widmen, die ich mir perspektivisch auflege sozusagen. Das andere, was du genannt hast, ist Stichwort Erbsen und 10 Cent sozusagen, eine Kalkulationsbasis zu schaffen, eine Sicherheit zu schaffen und das auch mal auf kalkulatorischer Basis abzubilden und nicht aus dem Freiflug Bio einzusetzen. Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Es gibt ja zwei Wege. Der eine muss es kostenneutral umsetzen, der muss vielleicht über Rezepturen nachdenken. Wie kann ich die umstellen, um es irgendwo mit ähnlichem Preisbild nach draußen abzubilden zu können? Derjenige, der vielleicht ein Betriebsrestaurant hat, freie Kundschaft, die sich aus freien Stücken entscheidet, irgendwo hinzugehen, da kann er vielleicht drüber nachdenken, 10, 20 Cent aufs Gericht mehr zu nehmen oder 50, wie auch immer. Wenn er es gut kommunizieren kann, wenn er es wirklich gut transportiert bekommt, er, sie, vielleicht bedeutet jetzt, Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das muss man unterscheiden und da muss man jeweils die Zielgruppe entsprechend betrachten. Ja, und den dritten Punkt, den ich gerne, Nina. Ganz kurz mal, weil die Zuhörer wünschen sich hier noch mehr praktische Tipps zum Thema Speiseplanung. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen
ja, noch praktischere Tipps geben. In der Herangehensweise können wir vielleicht zum Beispiel mal darauf eingehen, dass es um das Thema vegetarisch-vegan geht. Beziehungsweise erstmal bleiben wir mal bei vegetarisch, um das Anforderungsniveau da einfach praxisnah auch zu halten. An der Stelle würde ich mir im ersten Schritt meinen Speiseplan mal vornehmen. Das ist so ein bisschen von der Speiseplanung in der Methodik abhängig, ob ich einen Wochenspeiseplan, einen 4- oder einen 6-Wochen-Speiseplan habe, dass ich im ersten Schritt vielleicht mal einen Abgleich schaffe zwischen meinem Angebot und den DGE-Standards, die sehr wohl dort eine Richtlinie für die Fleischangebote formulieren, um erstmal einen Status quo aufzunehmen, den Speiseplan ein bisschen aufzustellen und durchzuzählen und zu gucken, wie bin ich denn gerade aufgestellt. Das ist der eine Punkt. Den anderen Punkt, den ich machen würde, wäre, dass ich alle meine Komponenten und Rezepturen, die ich so im Speiseplan abbilde über einen bestimmten Zeitraum, mal auszähle nach Renner Penner und gucke, wo sind denn meine vegetarischen, wenn nicht sogar veganen Gerichte, die einfach unfassbar gut laufen und die ich an der Stelle vielleicht auch noch prominenter platzieren kann. Ganz gewiss weiß ich, dass es da dann auch sicherlich vegetarische Speisekomponenten gibt, die man aus ganz anderer Sicht vielleicht nicht so häufig platzieren will, weil sie einfach in einem ausgewogenen Kindertagesspeiseplan auch nicht immer so stattfinden sollten. Aber das wären die beiden Schritte, die ich zum Beispiel einmal anwenden würde. Also mir meine Rezepturen auswerten, gucken, wo sind denn vegetarisch-vegane Gerichte, die sehr, sehr gut laufen, welche, die ohnehin im Wareneinsatz auch relativ dankbar sind und die ich dann umstellen kann, wie zum Beispiel Sättigungsbeilagen, wo auch der Austausch von konventionellen Bio relativ dankbar ist, weil eben die Preisdifferenz nicht so hoch ist. Und gleichermaßen auch mal nach DGE-Standards auszuzählen und mir einen Status quo abzubilden. Vielleicht hast du noch eine Ergänzung, Bernd, so für den ersten Satz, für den ersten Schritt? Ja, ich würde definitiv sagen, man sollte Geduld haben, langen Atem und wirklich viel Zeit in die Vorbereitung der Mitarbeiter investieren, die an der Ausgabe stehen, die am Ende den Preis argumentieren müssen oder warum das Gericht jetzt so und so ist. Das ist elementar wichtig und man muss einen langen Atem haben. Das ist nichts, was von jetzt auf morgen irgendwie problemlos funktioniert. Es wird immer Zweifler und Nörgler geben, die mit irgendwas nicht einverstanden sind. Davon darf man sich nicht lassen. Und man muss dafür aber natürlich auch eine gute Idee haben, wie will ich es denn tun? Und es gibt auch Kunden, die kaufen Bio, verkochen es und erzählen es keinem, weil sie einfach sagen, ich will es, weil es eine gute Ware ist und weil ich was für unseren Boden tue und für die Umwelt tue. Und da, wo es keine Mehrkosten im großen Stile verursacht, mache ich das einfach. Und siehe an, wenn irgendwann eine Quote zu erfüllen sind, dann haben diese Kunden schon mal 10%, 15%, 20%, ohne dass sie es kommuniziert haben. Dann gibt es auch keine Diskussion bei dem einen oder anderen. Also das habe ich auch in der Kundschaft, das erlebe ich auch. Und manchmal sind Zufallsprodukte, manche Produkte gibt es hervorragende Bioqualität oder nur in Bioqualität mitunter. Insofern sind es viele individuelle Wege und da würde ich wirklich empfehlen, mit dem Fachberater, der die spezifische Situation vor Ort besser einschätzen kann, da mal im Detail eingehen und mit mehreren Augen und Ohren drauf hören, drauf schauen. Also was du so sagst. Einzeln betrachtet von oben so oder so läuft es. Das wäre jetzt schön, aber ist zu leicht und funktioniert leider nicht. Also das, was du sagst, ist durchaus einmal die kalkulatorische Basis schaffen. Das ist das, was wir vorhin schon hatten. Also wirklich Kalkulationen walten zu lassen, über Rezepturen zu schauen, was für ein Budget habe ich und was bin ich bereit einzugehen und dann in den Austausch mit dem Fachberater zu gehen und genau über diesen Blickwinkel einmal zu schauen, ganz anders, nicht vom Konzeptgedanken, sondern vom Bereich der Möglichkeiten, vom Budget zu schauen, wo kann ich das ein oder andere ersetzen? Natürlich immer im Hinblick auf eine möglichst zu erfüllende Quote, wenn sie mir denn quasi formuliert wird. Ne? Für die heutige Zeit kann man vielleicht noch eine weitere Ergänzung geben. Viele Kunden berichten, dass sie Personal relativ, ich will nicht sagen überhaben, aber Personalstunden, die jetzt nicht so ausgelastet sind wie vor der Krise. Das ist natürlich in dem einen Bereich ganz anders als im anderen, aber diese Kunden gibt es. Und wenn man schafft, brauche ich wirklich immer noch die hochkonvenienten Produkte oder macht es vielleicht Sinn, etwas mehr in Arbeitszeit und Arbeitsleistung zu investieren und vielleicht auch nochmal Produkte von der Rohware her selbst zu verarbeiten? Oder brauche ich wirklich noch die fertige
Also das sind sicherlich Sachen, die man mal hinterfragen muss. Ist es noch richtig für die aktuelle Zeit oder machen wir es nur noch so, weil es eigentlich schon immer so war? Oder haben wir da Möglichkeiten? Weil klar ist, Arbeitszeit, Convenience-Produkt, das korrespondiert miteinander. Insofern ist das vielleicht auch nochmal ein Weg, den jeder für sich mal überprüfen muss. Wo habe ich noch Convenience-Produkte drin? Macht das Sinn oder habe ich im Moment die Ressource, Mitarbeiter, um Dinge auch selber vom Grund auf vielleicht anders anzugehen? Nina, gibt es noch Themen, die da im Chat gerade diskutiert werden? Genau, also hier ist zum Beispiel die Frage, ob es auf Basis der Natura-Produkte schon kalkulierte Rezepte gibt. Nee, an der Stelle sind wir noch nicht. Ich kann aber trotzdem einen, vielleicht einen kleinen Blitzlichtpunkt an der, ja, da ist eine drin, das weiß ich. Da ist, glaube ich, ein Nudelgericht kalkuliert, ne, Bernd? Richtig, ein Klassiker. Ja. Mit Tomatensauce, aber der ist relativ easy. Genau. Also es lässt sich schlecht quasi pauschalisiert kalkulieren. Das hängt natürlich immer von dem eigenen Speisenkonzept, von dem Convenience-Grad etc. Portionsgrößen ab. Aber ich kann vielleicht mal ein anderes Blitzlicht geben. Aus einer DGE-Studie, wer das gerne mal googeln möchte und sich da reinlesen möchte, kann eine DGE-KUPS-Studie eingeben. Das ist eine Studie, die die DGE durchgeführt zur Kostenstruktur in der Schulverpflegung. Und da wurde genau sich diesem Punkt mal gewidmet, also zu schauen, mit welcher Bioquote sind welche, rechnet man mit welchen Auswirkungen auf den Wareneinsatz sozusagen. Und die prozentualen Mehrkosten bei 20% Bio lagen bei 4-8%. Und wenn wir aber prozentuale Mehrkosten im 100%igen Bio-Bereich umsetzen wollen, also sozusagen ein 100% Bio-Konzept, dann rechnet man mindestens mit 82%. Grundsätzlich lässt sich sagen, wenn wir jetzt mal die Tipps von vornherein mit einbeziehen, die der Bernd und ich genannt haben, steigen die Kosten nicht linear mit dem Bio-Anteil. Wenn man schon eine Teilumstellung mit Waren mit geringer Preisdifferenz umgesetzt hat, dann ist es eben kein linearer Einstieg. Und deswegen kann man das nicht so pauschalisieren. Es gibt auch Modelle, wo eben von kostenneutraler Umstellung gesprochen würde. Dann nehmen wir mal das House of Food, also das dänische Modell. Da hat aber nicht nur ein reiner Austausch stattgefunden, sondern der Rattenschwanz, die Maßnahmen drumherum, um die Verpflegung auf diese Beine zu stellen mit Bio und möglichst kostenneutral, hat einen großen Kreis an Nebstmaßnahmen stattgefunden, zur Weiterbildung der Mitarbeiter, Reduzierung des Convenience-Anteils. Und da sind wir wieder bei diesem Konzeptgedanken, also dass es eben nicht nur damit getan ist, einfach nur auszutauschen und zu glauben, das Konzept geht so auf, sondern auch in die Richtung zu denken, wie Bernd es vorhin schon anklingen hat lassen, je mehr Bio, desto mehr Prozesse sozusagen. Wir haben da noch Fragen, Nina. Wir haben hier noch eine Frage aus einer Kita. Mhm. Und zwar, ja, was die Mengenabnahmen quasi von den Natura-Produkten angeht. Sie schreibt hier, dass es für eine kleine Kita schwierig ist mit der Lagerung und Verarbeitung und ob es geplant ist, dass quasi die Mengenabgaben geändert werden. Also, dass auch eine kleine Kita kleine Mengen einkaufen kann. Also da muss man, glaube ich, vielleicht. Ja, klar. Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Es gibt zwei Themen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Dame oder der Herr ganz exakt gemeint hat. Das eine ist die Logistik, sprich mit wie viel auf dem LKW fahren wir dahin, damit das für alle Seiten lohnenswert ist und Sinn macht. Das ist das eine. Da gibt es Parameter, die man individuell bespricht. Und das andere sind die Gebindegrößen, sprich ob da ein Artikel im 5-Kilo-Eimer oder Kilo-Paket kommt. Da ist immer mal wieder etwas, wo der eine Kunde sagt, das ist mir zu groß, das ist mir zu klein. Da empfehlen wir sicherlich auch noch aus unserem GKT, also Techniksortiment, gewisse Verpackungseinheiten, um umfüllen zu können, MRD entsprechend etikettieren zu können, wenn man Anbruch verarbeiten möchte, muss, weil es einen Artikel vielleicht aktuell nur im 5-Kilo-Eimer gibt und der Kunde damit jetzt aber 8 Wochen beschäftigt ist. Da wird es immer mal Lücken geben, wo es noch nicht rund läuft, wo es noch nicht für jeden alles passt. Das ist unsere Aufgabe, diese Sortimente wachsen zu lassen. Dafür brauchen wir aber Kunden, die sich mit auf den Weg machen.
denn es ist mitunter gar nicht so trivial, Lieferanten zu finden für einzelne Artikel und die in Losgrößen mit der entsprechenden Verpackung, mit der Deklaration, mit all den rechtlichen Dingen vorne und hinten dran, mit der Sicherstellung von Lagerplätzen überall, dann in 2 oder 3 Gewindegrößen sofort in den Markt zu bringen. Dafür müssen wir erstmal ein Grundrauschen bekommen und dann ist aber auf jeden Fall geplant, die Anzahl der Gebinde, nicht nur die Anzahl der Artikel, sondern auch die Anzahl der Gebinde und Ausprägungen noch wachsen zu lassen, damit wir von der kleinen Kita bis zum großen Betriebsrestaurant mit Tausenden von Essen wirklich alle Anforderungen irgendwann mal bedienen können. Aber auch da sind wir auf dem Weg und es wird nicht vom Fleck weg alles da sein. Aber wir haben ja auch noch ein großes Sortiment an Markenartikeln im Bereich Bio, also von den klassischen Herstellern. Da empfehle ich mal den Austausch mit dem Kollegen Fachberater, denn manches Mal sind in der Niederlassung auch Artikel zu beschaffen, die wir heute noch nicht sichtbar haben im Webshop, die aber in der Transgourmet-Welt schon gehandelt werden. Und vielleicht ist da jetzt mal ein Artikel dabei, der Ihnen ein großes Problem löst. Dafür muss man miteinander sprechen und schauen, ob da was geht. Nicht immer geht was, aber doch so manches Mal. Und wir machen uns auf den Weg und brauchen natürlich auch Feedback von Ihnen als Kunden, wo Sie Lücken sehen, wo Sie Anforderungen haben. Spielen Sie das gerne über Ihren Außendienstmitarbeiter an uns zurück, damit wir diese Lücken nach und nach möglichst geschlossen bekommen. Ja, es gibt ganz konkrete Fragen noch zum Sortiment. Zum Beispiel, ob wir noch planen, ungesüßte Cornflakes zu listen. Gerade für Schulen und Kitas ist das im Kontext mit den DGE-Standards doch sehr spannend. Und die nächste Frage auch zum Sortiment, geschälte Bio-Kartoffeln. Ob wir die auch planen. Kann ich Ihnen im Detail, weil ich bin jetzt nicht in der Abteilung Einkauf, ich kann Ihnen jetzt nicht den Status dieser Lieferantengespräche sagen, das weiß ich schlichtweg nicht. Geschälte Biokartoffeln gibt es, bloß nicht unter Transgourmet Natura aktuell. Insofern können Sie die auch heute schon beziehen. Wenn Sie im Webshop unter Bio filtern, dann müsste er sie Ihnen heute auch schon auswerfen. Oder wieder der Hinweis an den Vertriebskollegen, der Sie betreut. Und das Zweite war ungesüßte Cornflakes. Ich bin sicher, dass Frau Gant vom Einkauf zuhört. Und ansonsten kriegt sie die Information im Nachgang. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wie kurzfristig wir diesen Artikel haben werden. Und jetzt ist noch eine ein bisschen allgemeinere Frage zu den Kapazitäten von Bioprodukten. Ob die nicht begrenzt sind, jetzt wenn der Bedarf quasi immer weiter steigt, ob wir dann irgendwann Probleme bekommen. Anni, willst du? Ja, also grundsätzlich ist es ja, was Bernd schon gesagt hat, die erste Biomarke im Foodservice-Bereich, das braucht ein bisschen Mut auch von uns, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Schritt, den wir als Transgourmet gegangen sind, weil wir diese grundsätzliche Entwicklung natürlich supporten und unterstützen wollen und weil wir wissen, dass es der richtige Weg ist. Und sicherlich hat man sich im Vornherein immer über die Verfügbarkeit Gedanken gemacht. Unser Markt ist diffizil gestaltet an der Stelle. Nicht alle Waren sind gleich verfügbar. Und das ist unsere Herausforderung jetzt in der Zukunft, genau den Sensor auszufahren für diese Bereiche, wo haben wir Verfügbarkeiten, und das entsprechend in unseren Einkauf zu spiegeln, damit auch alle Kunden entsprechend mit der Ware versorgt werden. Das ist aber auch unser Anspruch gleichermaßen, also eine verfügbare Biomarke zu schaffen, die biozertifiziert ist, dass sie sich an der Stelle darüber keine Gedanken mehr machen müssen, was ja gleichermaßen auch eine Anforderung ist, wenn man Bio einsetzt und auslobt, auch eine zertifizierte Ware einzukaufen und die sichere Verfügbarkeit zu gewährleisten. Es ist und bleibt aber immer eine Herausforderung, denn viele Artikel sind erntebedingt. Nur einmal im Jahr wird geerntet in vielen Ländern, im Süden, in manchen Regionen halt gewisse Sortimente auch häufiger. Aber im Wesentlichen muss man sich auf viele Wagnisse einlassen. Und wir im Vertrieb als Schnittstelle zu Ihnen, als Kunden, die wiederum auch Kunden haben, die am Ende die Produkte ja essen sollen, die sie kochen, das ist ein Blick in die Kristallkugel und wir brauchen viele Kunden von Ihnen, die mit uns den Weg gemeinsam gehen und das gemeinsam entwickeln. Denn auch ein Landwirt braucht mehrere Jahre zur Umstellung von konventionell auf Bio. Und das wird er nur tun,
wenn er eine Abnahmesicherheit hat, dass der Markt sich auch kontinuierlich in diese Richtung weiterentwickelt. Und ich würde sagen, das ist wie Treppenstufen gehen. Man geht ein Stück nach vorne, ein bisschen nach oben, ein Stück nach vorne, ein bisschen nach oben. Nur so wird es funktionieren. Und wir werden sicherlich auch mal Rückschläge haben, wo irgendetwas tatsächlich durch die Decke geht vom Absatz und irgendwann möglicherweise so nicht mehr verfügbar ist für eine kurze Zeit. Das wird immer mal wieder passieren bei diesen großen und langen Lieferketten, die es mitunter gibt in der Welt. Deshalb ist unser Bestreben eben möglichst viel sicher auch abzubilden. Deshalb machen wir es auch über mehrere Länder, dieses Thema, damit wir die Volumina, die wir in der Transgourmet-Welt haben, auch bündeln können, damit wir auf Losgrößen kommen, die für die Erzeuger, für die Produzenten relevant sind, damit wir dort auch diese Verlässlichkeit gut abbilden können. Weil dieses Kleinteilige ist immer eine Schwierigkeit für alle in dieser Kette. Und dann gibt es mal Out-of-Stock-Situationen oder wenn ein Frachter im Kanal hängen bleibt, wie kürzlich, dann knirscht es an manchen Stellen und sowas brauchen wir und Sie möglichst gar nicht. Und da brauchen wir Sicherheit und Verlässlichkeit. Und da hilft einfach tatsächlich auch an der Stelle die Größe, dass wir imstande sind, gewisse Dinge zu bündeln und auch gewisse Losgrößen zu bringen, die einer alleine schwerlich schaffen würde. Und dann vielleicht auch irgendwann den zweiten und den dritten Artikel von diesen Produzenten hinzubekommen und dann vielleicht auch den Kilobeutel neben dem 5-Kilo-Eimer zu haben oder die 250-Gramm-Packung neben dem Kilopaket und so weiter. Ja, Bernd, eine unserer Empfehlungen ist ja durchaus auch unser Transgourmet Natura Sortiment. So ist es ja nicht. Und ich habe jetzt aus dem Chatgeschehen schon das Gefühl, dass das ein bisschen auch Nachfrage bedarf. Also da Menschen Interesse haben an diesem Sortiment. Deswegen würde ich zwei Begriffe in diesem Anzug nochmal aufgreifen, die wir vorhin genannt, aber verlagert haben. Das wäre so das Thema Convenience, was ich an der Stelle aufklären und auch nochmal mit dir besprechen möchte. Bio ist keine Frage der Convenience-Stufe. Das merkt man zum einen an dem Sortiment, was wir einlisten, als auch dem bestehenden Sortiment, was nicht unter Transgourmet Natura läuft, wo wir ganz klar erkennen, von der Rohware ungeschält bis zum Convenience-Produkt ist alles dabei. Das ist unabhängig davon, es ist ein Bioprodukt und auch unabhängig davon besteht eine Zertifizierungspflicht. Wer also da jetzt an sein Sortiment und an seine Artikel denkt und sich fragt, ist es davon abhängig? Nein, ist es nicht. Und wie sieht unser Sortiment dann zukünftig, Bernd, aus? Wir wachsen sukzessive, aber vielleicht kannst du das nochmal in den Ausblick stellen, wo die Reise hingeht sozusagen. Also im Moment sind unter Transgourmet Natura etwa 100 Artikel am Start. Es kommen nächste und übernächste Woche noch einige dazu, wie Reisvarianten und Nudeln und noch ein paar Sachen mehr. Die Liste ist recht lang. Konfitüren kommen in den nächsten 1-2 Wochen noch hinzu. So wächst es permanent und ständig, so wie die Artikel im Zulauf sind, logistisch verfügbar sind. Und bis Ende des Jahres ist die Größe 200 Artikel. In die Richtung werden wir kommen. Da kommen noch Kaffee und Tee und ähnliche Artikel, also eine ganze Menge Abrundungen, die wir heute noch nicht sichtbar haben im Artikelstamm. Und langfristig ist der Plan, ist die Konzeption, dass wir ein Vollsortiment haben und Sie alles von uns kriegen können, was Sie brauchen. Heute wird es noch Lücken geben, das ist so, wenn man startet, immer mal wieder, aber Sie können komplette Speisenplanung mit dem Sortiment sicherlich im Bio-Sortimentsbereich, den wir führen, abbilden, bis auf kleine und kleinste Lücken und die wollen wir sukzessive schließen, bis irgendwann ein großer, bedeutender Anteil an unserem Lagerbestand ist. Das wäre meine Vision, mein Wunsch, aber das entscheiden nicht wir, das entscheiden Sie als unsere Kunden und ein Stück weit auch die Politik, die den Rahmen für vieles setzt. Aber wir sind auf dem Weg dahin, wir wollen das gerne, wir unterstützen das und wir sehen da große Möglichkeiten und würden uns freuen, wenn wir möglichst viele von Ihnen auf diesem Weg begeistern können und die richtigen Lösungen für Sie haben. Nina, ist da noch was im Chat passiert bisher? Ja, es gibt hier noch eine Frage, ob in den Schulungen von Beratung und Konzept auf den Vitamingehalt der Natura Bioprodukte eingegangen wird. Also insbesondere jetzt zur Immunstärkung ganz aktuell. Spannende, sehr konkrete Frage. Grundsätzlich kann man die Debatte auf jeden Fall aufmachen. Ist es auch wert, es einmal im Seminar aufzumachen, die Frage zu stellen, ist Bio gesünder sozusagen? Ne? Also durchweg gibt es keine flächendeckenden Studien dazu, das kann man schon mal sagen.
Aber es gibt Grundprinzipien, auf die der Ökolandbau basiert, die dafür sprechen. Das ist zum Beispiel der Einsatz von überwiegend mechanischen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen anstelle von Herbiziden und Pestiziden. Und der Gehalt von Bioprodukten versus Bioprodukten von Transgourmet Natura, sowas bedürfe, um es wirklich ganz, ganz handfest zu beantworten, eine Laboranalyse, die an der Stelle nicht getan wird. Aber in den Seminaren können wir durchaus darauf eingehen, die Frage zu klären, ist Bio gesünder? Das sind Fragen, die natürlich insbesondere sich Verpflegungseinrichtungen stellen, die im Bereich der Kita- und Schulverpflegung unterwegs sind, die ganz besonderes Augenmerk auf die Rohwarenqualität setzen, weil wir hier eben eine empfindliche Essensteilnehmergruppe haben. Jetzt gibt es anschließend noch mal eine konkrete Frage, ob Pellkartoffeln auch im Sortiment angeboten werden. Viele essen privat ungeschälte Kartoffeln, um möglichst viele Vitalstoffe zu essen. Also meines Wissens im Moment nicht, aber ich nehme das mal auf den Zettel und frage das nach. Die Antwort sollten Sie in absehbarer Zeit durch Ihren Fachberater erhalten können, da ich jetzt nicht weiß, woher die Frage kam. Das war von der Frau Fischer, Ernährungsrat Bremen. Ah, sie ist bekannt, ja. Okay, Nina, hat sich da noch was aufgetan oder ist es das, was sich da gerade im Chat abgebildet hat, die zwei Fragen, die dann doch auch sehr Waren, also ne, sortimentsspezifisch sind? Genau, also im Moment sind alle Fragen beantwortet. Okay, dann würde ich, glaube ich, ganz gerne nochmal, Bernd, auf das Thema Bioquote eingehen. Das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Wie erfülle ich eine Bioquote? Wie halte ich das nach? Da lässt sich ganz vorweg einmal sagen, dass das eine Frage der Kommunikation auch mit demjenigen ist, mit der Instanz ist, die so eine Bioquote auferlegt, wenn ich sie denn erfüllen muss. Das bedeutet, wenn ich eine Bioquote erfülle, wird seltenst genannt, in welchem Bereich, sind es die Sättigungsbeilagen, ist es die Tellermitte etc. pp. Vielmehr zählt eben der gesamte Prozentwert, der dann erfüllt werden muss. Und es gibt grundsätzlich zwei Modelle, wovon eine mehr Platz findet in der Umsetzung hinsichtlich des Nachhaltens der Quote. Das eine ist der geldwerte Anteil des Bio. Das heißt, man macht sinnbildlich jetzt ganz salopp gesagt einmal eine Rechnung auf. Das sind die Waren, die ich in Form von Bioqualität gekauft habe. Und auf dem anderen Zettel steht die Ware, die ich in konventioneller Qualität gekauft habe. Und daraus ergibt sich ein Anteil aus der gesamten Rechnungssumme sozusagen. Es ist sehr, sehr buchhalterisch, aber an der Stelle auch unfassbar einfach nachzuhalten, weil wir einfach nur Zahlen miteinander abgleichen. Die andere Variante ist die des Gewichtanteils. Also ich schaue an meinem Gericht über Komponente oder über das gesamte Menü, welchen Gewichtsanteil macht der Bioanteil an meinem Gericht aus und ermittle daraus eine Bioquote und das sehr wahrscheinlich für den Speiseplan hochgerechnet. Aus meinem persönlichen Empfinden heraus ist die erste Variante, also der geldwerte Bioanteil, insbesondere bei den Biostätten und den Verpflegungseinrichtungen, die in diesem Geflecht stattfinden, der eher umgesetztere Teil. Und in Bremen haben wir ja auch entsprechende Bioquoten und ich glaube, da wird auch eher die erstere Variante umgesetzt. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Ich denke das auch. Ich habe mal eine Anfrage gestartet, keine Antwort bekommen. Insofern, ich gehe davon aus, dass es so ist, weil alles andere ist einfach unsagbar schwer nachzuhalten, zu kontrollieren. Und ich habe auch noch keine Beispiele von Sanktionen erlebt, wenn irgendwelche Dinge nicht eingehalten wurden. Insofern glaube ich, die Kontrolle dieser Vorgaben ist auch nicht ganz so einfach. Wichtig ist, glaube ich, dass alle auf dem Weg sind und alle ihr Bemühen verstärken, in die Richtung zu kommen, die vorgegeben ist. Übrigens, beim Beispiel Bremen ist die Milch mit 100% seit Anbeginn oder seit sehr frühem Stadium vorgegeben und dann wurde unterschieden Fleisch oder tierischen Ursprungs und pflanzlichen Ursprungs. Und da sind die Sortimentsbereiche später nachgezogen worden, aber in Summe am Ende sollen auch die auf 100% kommen. Aber da wurde differenziert und das ist auch gut aus meiner Sicht, um diesen Schritt Vegetarismus plant-based nach vorne zu schieben.
dass man sagt, es ist leichter, wenn du den Fleischanteil reduzierst, weil du dann gleichzeitig auch deinen Anteil vegetarischer Komponenten nach oben bringst. Und also das ist eine Mathematik, die ist relativ leicht nachzuvollziehen. Und ja, das ist der praktische Weg, denke ich. Natürlich, wenn man eine Nudel sieht auf dem Teller, was ist eine rohe Nudel? Und das Quellverhalten einer Nudel, die ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Qualitäten, die auch in der Logistik unterschiedliche Anforderungen dann beim Kunden erfüllen. Aber das sind ja irrsinnige Prozente, wenn man und die Mehrkosten auf einer Nudel sind relativ marginal. Insofern ein sehr dankbarer Artikel für die Umstellung, da erfüllt man beides. Man hat einen Anteil im monetären, aber auch einen hohen Anteil auf dem Teller. Und ich glaube, in der Wahrnehmung von Kunden, nehmen wir jetzt mal den Markt Schule, Kita-Verpflegung, wo ein Elternteil dahinter steht und eine Meinung hat, die sie auf Elternabenden vertritt oder wo diese Gremien tagen, da ist eher wichtig, was hat mein Kind denn zu sich genommen, als das, was hat es gekostet. Und insofern gibt es auch da, glaube ich, in der Kommunikation zwei Ansätze und darf es nicht zu allgemein beantworten, sondern sollte schauen, wie kommuniziere ich mein Vorhaben in meine Zielgruppe. Bevor wir die Abschlussrunde drehen, Nina, an dich nochmal die Frage, sind Fragen im Chat aufgekommen, Themen, die dort diskutiert werden? Ja, es sind jetzt noch zwei Fragen. Und zum einen, ob es die Möglichkeit gibt, von den neuen Natura-Produkten so Probiersets zu bestellen, um sich im Vorfeld mal ein Bild von der Qualität machen zu können? Also Probiersets wie so ein Musterköfferchen ist nicht geplant. Das ist logistisch auch sehr, sehr aufwendig. Das muss man als Information dafür wissen. Ich würde Sie bitten, fragen Sie Ihren zuständigen Außendienstler, wie man das handhaben könnte. Es ist ja nicht alles in gewaltigen Gewindegrößen verfügbar. Also da werden Sie sicherlich einen Weg finden mit Ihrem Außendienstler, wie Sie da an eine an Einheiten kommen, die Ihnen nicht das Lager vollstellen, dass Sie sich da mal rantesten. Und dann gibt es noch eine Frage, ob es bei Transgourmet so einen sogenannten Biorechner gibt, also um die Bioquote berechnen zu können. Nee, gibt es nicht. Da hilft vielleicht am besten der direkte Austausch mit mir, mit unserer Abteilung Beratung und Konzepte, um da so ein bisschen in die Theorie quasi abzutauchen. Wir haben keinen Rechner an der Stelle, aber ich kann Sie dabei unterstützen, entsprechende Quoten auszurechnen, sich dem Thema zu widmen. Insofern gerne einfach den Kontakt über den Fachberater zu unserer Abteilung suchen. Ansonsten sind, glaube ich, jetzt alle Fragen im Chat geklärt. Okay, Bert, dann drehen wir doch nochmal sozusagen die Schlussschleife. Fassen nochmal kurz zusammen, was so unsere Basic-Tipps an der Stelle sind. Das ist das Thema Fokus vegetarisch, um entsprechend Platz im Wareneinsatz zu machen und den Fleischanteil zu reduzieren, im besten Fall im Atemzug, um auch sich zum Beispiel den DGE-Standards zu widmen, den Fleischkonsum zu senken. Wir haben durchaus auch den Einsatz von saisonalen Produkten, also situativ, sofern es eine Planbarkeit noch zulässt, auch saisonale Bioprodukte einzusetzen. Saison-Bio-Ware wiegt durchaus auch preislich mit konventioneller Ware dann auf. Wir haben das wichtige Thema der Tischgastkommunikation, was für mich eigentlich reingreift in das grundsätzliche Thema, was über all unseren Empfehlungen steht, sich ein Bio-Konzept zurechtzulegen, also sich vorzubereiten, nicht einfach zu starten, sondern eine ruhige Zeit dafür zu investieren und zu gucken, was möchte ich tun, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen habe ich, welche Auslobungsformen kann ich wählen und wie gehe ich diesen Schritt, sich einen Stufenplan zurechtzulegen, das Team mit abzuholen, alle zu informieren und dann sicher gesattelt durch das Projekt Bio zu gehen. Dann haben wir außerdem den Kleineinstieg als Empfehlung formuliert. Wir wollen kleine Komponenten, kleine einzelne Zutaten und einzelne Komponenten umsetzen. Es hängt natürlich immer davon ab, welche Bioquote ich gegebenenfalls erfüllen will oder muss. Aber grundsätzlich sind das eher die Schritte zu sagen, wie eine einzelne Komponente oder eine Zutat, anstatt sich direkt einen großen Biospeiseplan auf die Brust zu binden. Ich bin allerdings auch ehrlich gesagt sicher, dass auch andere Konzepte funktionieren. Man in der Betriebsgastronomie sehr wohl mit einem vollwertigen
Bio-Menü starten kann, was quasi in die Richtung gesund läuft, ne? Weil sich die einfach die Synergien sehr, sehr, sehr gut ergänzen. Und die Faustregel, die dahinter steht, auch als Empfehlung, das passt zu dem konzeptionellen, ganzheitlichen Gedanken. Je mehr Bio ich einsetzen will, desto mehr muss ich mich auch um meine Prozesse kümmern. Damit ist nicht ein Prozess für die Zertifizierung gemeint, sondern damit sind alle begleitenden Prozesse gemeint, die in meinem Verpflegungskonzept geplant und kalkuliert werden müssen und dann umso wichtiger sind, wenn es um das Thema Bio und hohe Bioquote geht. Und natürlich auch, das ist nochmal so ein Praxistipp dazu, wir haben ja schon über Speiseplan analysieren gesprochen und sich angucken, was für Renner-Penner-Gerichte habe ich, das Angebot in Bio anzubieten, was gut funktioniert. Also dann mit einem Grünkernbratling zu starten oder einem Linsensalat, der vielleicht in der Gemeinschaftsverpflegung sowieso nicht der Renner ist, es wäre eine blöde Idee. Also sich damit das Konzept zu verhageln, ist kein guter Startschuss. Und sich deswegen Gerichte rauszunehmen, die aus so einer Renner-Penner-Analyse zeigen, dass das ein gutes vegetarisches Gericht, damit kann man in Bio auch gut starten. Ich hätte noch eine Ergänzung, die läuft nicht gegen das, was du gesagt hast, aber die ist von Fall zu Fall auch ganz hilfreich. Einfach mal was bestellen, einfach mal was ausprobieren und nicht zu lange in Ehrfurcht vor diesem Thema erstarren und gehe ich jetzt diesen oder jenen Weg, sondern einfach mal was ausprobieren und sagen, ich verkoche mal Dinge in Bioqualität, ich probiere mal was aus, da wo das Preisbild für mich erstmal schon von Haus aus einigermaßen stimmig ist oder wo ich nicht so große Widerstände verspüre und spätestens bei Bio-Pommes oder Bio-Pizza. Ich glaube, da hat man relativ weit. Beruhigen sich die Gemüter. Und insofern einfach mal anfangen. Das ist allerdings die Empfehlung für diejenigen, die noch ganz, ganz am Anfang des Weges stehen und dass sie sich einfach mal dem Thema nähern und dann sukzessive dann eben weiterarbeiten an dem Thema. Und wir begleiten sie gerne auf dem Weg. Wir haben die Leute, die dort einen guten Blick drauf haben, einen guten Benchmark überregional haben, sodass man wirklich sagen kann, was hat eine Chance zu funktionieren und was hat möglicherweise schlechtere Chancen zu funktionieren und wo können wir unterstützen mit den Geschichten, die es braucht, um die Kunden anzusprechen oder die Gäste anzusprechen und sonstigen Tools, Beratungsdienstleistungen, Sortimente, da kommt vieles zusammen und positiver Stimmung für das Thema, das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Da bringen wir uns gerne. Ja, vielen Dank. Also seien Sie dazu aufgerufen, uns anzusprechen als Beratung und Konzept, wenn Sie Unterstützung bei dem Bio-Konzept brauchen. Sprechen Sie Ihre Fachberater an, wenn es um das Thema Transgourmet Natura geht. Sie kriegen gleich im Abspann auch noch mal ein paar Informationen dazu, über einen QR-Code sich mal durchs Sortiment zu scrollen. Und an der Stelle bedanke ich mich, Bernd, bei dir. Das ist unser Biofolder. Nina, danke auch für dich, für das Auge auf den Chat. Ich bedanke mich bei den Zuschauern und hoffe, wir bleiben bei dem Thema in Kontakt, um das Thema Bio grundsätzlich nach vorne zu bringen. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.